auch wenn du kein Motorgeräusch hast, und ich weiß, das stört am meisten die Leute, du gewöhnst dich wirklich dran, ich schwöre es. Ich habe mich auch sogar gewöhnt und manchmal ist es sogar angenehm. Diese Ruhe in dem Auto ist auch wirklich angenehm. Und die machen trotzdem Spaß, weil sie haben so eine krasse Beschleunigung. Sogar ein Benziner bringt das nicht auf die Straße im Vergleich zu einem Elektro wie ein Taycan oder ein Model S. Und das macht Spaß. Und vor allem, ich meine, ein Taycan jetzt zum Beispiel, von Fahrwerk her, das ist eine Porsche. Das heißt, du kannst so schnell wie eine normale Porsche fahren. Dann hast du auch Spaß. Uiuiuiui. Mega. Das ist brutal. Das ist einfach brutal. Man lenkt und man erkennt sofort bei der Lenkung schon, okay, das ist eine Porsche. Das ist präzise. Boah, das hält den Spur wie verrückt das Auto. Ich liebe es. Oh, lalalalalalalala. Das ist brutal. Du schlägst deinen Kopf die ganze Zeit. Und ich muss sagen, du fährst rum um die Kurve, das Auto ist mega agil. Das ist klasse. Es hat nicht viel Wurmneigung, das ist auch wichtig, weil dann bekommst du wirklich ein Feedback von dem Auto, wenn du lenkst. Und du weißt genau, was das Auto macht. Untersteuert das Auto, übersteuert das Auto oder bleibt dir auf dem Spur. Und das ist mega wichtig. Also ich muss sagen, klasse. Ich gehe jetzt einfach auf Sport. Das ist gut. Auch bei Elektrofahrzeug haben wir immer noch Sportmodus. Das freut mich mega. Ja, die Beschleunigung kennen wir sowieso bei Elektrofahrzeug wirklich immer, also spaßig. Ich gehe mal auf Gas. Ja, und das beschleunigt. Das ist gut. So gut wie der Cooper S. Das gefällt mir. Aber zweitens, was mir wirklich gut gefällt bei dem Auto hier. Obwohl es elektrisch ist, es ist sportlich geblieben und das ist mir wichtig, weil einfach Mini immer sportlich war und muss es auch so bleiben. Und bei dem Auto hier merkt man einfach, dass das Auto immer noch sehr agil ist, sehr sportlich, ziemlich hart gefährdet, aber das passt zum Mini perfekt. Und zweitens muss ich sagen, dank der Batterie, die sind immer so in der Mitte von dem Auto circa und ziemlich tief, das heißt tieferer Schwerpunkt. Es ist nur gut für das Auto, das tut das Auto gut, also ein gutes Fahrverhalten und das macht Spaß. Dieses Auto hier hat 85 kW, das heißt 115 PS. Und guck mal, ich beschleunige und es fühlt sich immer wie mehr Leistung, als was du wirklich hast. Zum Beispiel mit deinem Verbrennungsmotor mit 115 PS, du würdest denken, boah, das läuft gar nicht oder das beschleunigt gar nicht. Und bei dem Auto hier, es geht einfach vorwärts. Egal ob größere Motor ist oder kleinere, mit dem Auto hier kommst du auch wirklich ganz schnell weg vom Fleck. Und ich muss sagen, für die Stadt ist es perfekt geeignet. An der Ampel zum Beispiel, du hast einfach das Gefühl, du bist schneller als die andere mit Benzin. Das kommt gut. Es macht Spaß, Gas zu geben, weil die Reaktion ist sofort. Und das zieht weiter. Wovon auch die Konkurrenz nur träumen können, ist die Reichweite. Nach WLTP hier ist die Reichweite auf 610 Kilometer. Das ist viel, das ist sogar sehr viel. Und da kommt keine andere Automarke dabei.